Casablanca, so wie Sie es wahrscheinlich alle noch nicht gesehen haben. Diese Veranstaltung, das will ich zuerst sagen, ist auch vor allen Dingen in Kooperation möglich geworden, denn wir alleine hätten das gar nicht so jetzt in dieser großen Form mit diesem regen Interesse hinbekommen, glaube ich. Deswegen großen Dank an die Goethe-Universität, allen voran Nils Daniel Peiler, der das mit seinem Seminar angeregt hat, und dem sind wir natürlich sehr gerne Folge geleistet. Einen herzlichen Applaus, Dankeschön für diese Anregung. Sie haben es im Programm gelesen. Der Ablauf des heutigen Abends wird auch so sein, dass der Film erst um 19 Uhr beginnt. Vorher wird ein Gespräch stattfinden zwischen Nils Peiler und Thomas Bräutigam. Er hat dieses Buch geschrieben, das Sie auch an der Kasse erwerben können. Es ist im Grunde das Standardwerk zu den Synchronsprechern Deutschlands. Das heißt Stars und ihre deutschen Stimmen. Und kostet 29,99 €, glaube ich. Ja, müsste. 29,90, ich habe sie um 9 Cent teurer. Bitte entschuldigen Sie. Ja, die Geschichte dieses Films ist natürlich wirklich denkwürdig, denn Sie haben es gelesen im Programmheft, aber wie diese Kopie wiedergefunden worden ist, das war ein purer Zufall. Denn ich habe gerade erfahren, das war eigentlich bei einer antifaschistischen Filmreihe in Berlin an der Freien Universität, als eine ganz normale Casablanca-Kopie hätte gespielt werden sollen und dann aus Versehen diese Kopie da war. 21 Minuten weniger und irgendwie fehlte da die komplette NS-Zeit. Besonders bei diesem Thema natürlich etwas schwieriger zu vermarkten dann in der Freien Universität. Aber wir freuen uns sehr, denn dadurch ist diese Kopie bei der Deutschen Kinemathek wieder aufgetaucht und auch in den Verleih zurückgekommen. Denn die meisten dieser Kopien, um nicht zu sagen fast alle, sind eigentlich nicht mehr vorhanden. Und ja, auch ich habe die noch nicht gesehen in dieser Form und bin schon sehr, sehr gespannt, wie das denn wirkt, wenn man das Play It Again, Sam und Here's Looking at You, Kid und diese Zitate, die Filmgeschichte geschrieben haben, nicht mehr hört, auch nicht im Deutschen. Ja, ich möchte gar nicht viel mehr vorher sagen. Bitte begrüßen Sie Thomas Bräutigam und Nils Daniel Peiler und viel Vergnügen. Ja, schönen guten Abend auch von unserer Seite aus erstmal noch. Ich finde es ein wunderbares Bild von hier vorne aus, dass so viele zur Filmsynchrongeschichte kommen. Ein Thema, was eigentlich immer noch so ein bisschen in der Nische steckt, selbst im Wissenschaftsbetrieb. Wir versuchen da gerade mit dem Seminar ein bisschen auch hier in Frankfurt entgegenzuwirken. Und ja, Dr. Thomas Bräutigam, Urs Spörri hat es eben schon in der Begrüßung erwähnt, hat das Standardwerk geschrieben, das im Moment auf dem deutschsprachigen Markt ist zu dem Nachschlagen, wenn man wissen möchte, wer hat denn überhaupt synchronisiert? Also wie sehen eigentlich die Gesichter hinter den Stimmen aus, die so omnipräsent sind? Wenn wir das Fernsehen anschalten, dann sind wir eigentlich nur mit Synchronfassungen konfrontiert. Im Kino sieht es nochmal etwas anders aus. Aber wer sind eigentlich diese Schauspieler? Was haben die für eine tolle Arbeit geleistet? Und das mal zu würdigen, das war der Impuls, denke ich, kann man sagen, für dieses Buch, das nunmehr schon in der dritten Auflage vorliegt. 2013 ist schon die dritte erweiterte und neu bearbeitete Auflage erschienen. Und ich möchte ganz gern eingangs auch ein bisschen zitieren aus dem Werk von Dr. Thomas Bräutigam. In dieser Einführung ist im Prinzip alles enthalten, wenn man so auf 20 Seiten mal einen Einstieg ins Thema bekommen möchte und sich mit diesem sehr komplexen Phänomen Filmsynchronisation auseinandersetzen möchte. Es ist nicht nur ein geschichtliches Phänomen, auch wenn wir heute Abend jetzt natürlich die historische Dimension anschauen, wenn wir uns anschauen, wie eines der populärsten Beispiele in der Filmsynchrongeschichte im Zusammenhang mit Zensur bearbeitet wurde, eben diese Erstsynchronfassung von Casablanca im Jahr 1952. Aber ich erzähle ganz gern die aktuelle Dimension auch, und wir haben uns im Seminar auf dem Campus hier in dem Semester auch schon ein Beispiel angeschaut. Immer wenn es um nationale Befindlichkeiten geht und um Nationalgefühl und die Darstellung von bestimmten Nationen im Film, dann gerät die Synchronisation schnell in den Verdacht, dass es zu einer Fälschung kommt, wenn nicht gar zur Zensur. Wir haben uns ein Beispiel angeschaut, das aus der letzten Dekade stammt, Wes Anderson, The Darjeeling Limited. Da gibt es eine schöne Szene, die ich kurz beschreiben will. Da sitzen drei Brüder,
auf der Sinnsuche auf einem Indien-Trip im Zug, in einem voll beladenen Waggon. Sie tauschen sich aus, sind im Gespräch und es gibt zwei deutsche ältere Damen, die sehr lautstark im Gespräch vertieft sind. Und Adrian Brodys Figur ist irgendwann so angenervt von diesem Gespräch der beiden Deutschen, dass er im Englischen in der Originalfassung ausschreit: "Those Germans are bothering me." Und wenn man diesen Film, Darjeeling Limited, der im deutschen Verleihtitel, also das The, verloren hat, dann in der Synchronfassung schaut, dann sprechen die beiden älteren deutschen Damen auf einmal Schweizerisch und er schreit aus, die Matronen nerven. Das heißt, das ist mitnichten ein Problem, das also nur in der Filmgeschichte zu finden ist. Und auf diese aktuelle Dimension weist auch Thomas Bräutigam hin. Und da möchte ich kurz einen Komplex zitieren aus dem Kapitel Geschichte und Probleme der Filmsynchronisation. Die Frage, ob die massiven Eingriffe tatsächlich der Vergangenheit angehören, wäre nur durch minutiöse Vergleiche von Original- und Synchronfassungen zu beantworten. Die Frage ist einerseits zu bejahen, weil sich das Wertesystem geändert hat. Andererseits hält gerade die penetrante Scheu des Synchrongewerbes vor der Öffentlichkeit ein entsprechendes Misstrauen aufrecht. Hitlerwitze und komische Dialoge mit Nazi-Anspielungen sind in England und den USA lustig, in Deutschland jedoch unmöglich. In einer Folge der Serie Gilmore Girls soll eine Person, die sich in einem Zimmer verschanzt hat, herausgelockt werden mit dem Satz: "Even Hitler came out sometimes to walk his dog." In der deutschen Fassung heißt es, sogar ein Hund würde einmal rauskommen, um Gassi zu gehen. Also, Hitler ist verschwunden. Auch Veränderungen von eher sublimer Natur sind jedenfalls weiter die Regel, zum Beispiel die Abmilderung oder Neutralisierung von Slang und Argot. In Pulp Fiction aus dem Jahr 1994 bezeichnet sich Samuel L. Jackson als Bad Motherfucker, in der deutschen Fassung aber nur als bösen schwarzen Mann. Bei Synchronisation des öffentlich-rechtlichen Fernsehens wird aus Fuck you meist Blödmann, desgleichen werden krasse Brutalitäten oft ebenso brutal geschnitten. Bei zeitgenössischen TV-Ausstrahlungen von Henry Hathaways Todeskuss fehlt zum Beispiel regelmäßig die berühmte Einstellung, in der Richard Widmark sardonisch feixend eine Rollstuhlfahrerin die Treppe hinunterstößt. Also soweit mal ein kurzer Ausschnitt aus der sehr dichten Einleitung von Thomas Bräutigams Text. Und dort kommt ja auch der Fall Casablanca vor. Das ist einer der berühmtesten Fälle. Und nicht nur im Deutschen ein oft besprochener Fall, sondern auch in anderen Synchronfassungen, wie Sie beschreiben. Zu diesem Wes Anderson-Beispiel, da muss ich sagen, dass solche Veränderungen noch viel schwerer erklärbar sind als solche Kapitalzensureingriffe wie bei Casablanca. Denn man müsste sich ja mal die Frage stellen, was würde denn passieren, wenn sie das so gelassen hätten, wenn die auch in der deutschen Fassung nun Deutsche wären. Wie würde das irgendwie irritieren? Würde dann das Popcorn nicht mehr schmecken? Würde die Cola sauer werden? Also man kann das nicht auf den Punkt bringen, warum das eigentlich gemacht wird. Während bei Casablanca, da kann man nun genug Erklärungen finden. Zu den angesprochenen spanischen Fassungen. Dort war es natürlich nicht notwendig, die Nazis zu eliminieren, aber wenn Sie sich erinnern, kämpft Rick im spanischen Bürgerkrieg gegen Franco. Es ist natürlich klar, dass das in der spanischen Fassung nicht ging. Da wird irgendwas mit Österreich, kommt da, glaube ich, rein. Aber der gravierendste Eingriff, den sich die Spanier geleistet haben, das war eine katholische Zensur. Denen gingen die amorösen Aspekte zu weit und die machten kurzerhand aus Humphrey Bogart und Ingrid Bergman Bruder und Schwester. Ich vermute aber, ich weiß es nicht genau, ich habe die natürlich nicht gesehen, ich vermute aber, dass sie dann auch die Kussszenen geschnitten haben, weil sonst würden die ja unter massivsten Inzestverdacht stehen. Das war in Spanien durchaus üblich. Es gibt nämlich noch den Film Mogambo von John Ford und da hat das gleiche, ich glaube Grace Kelly ist es und Donald Sinden, das gleiche Schicksal getroffen. Auch die wurden Bruder und Schwester. Also in anderen Ländern spielt dieses Kirchliche noch eine viel größere Rolle. Aber die Kirchen hatten in Deutschland in den 50er Jahren eine ganz große Macht. Da kommen wir vielleicht später noch drauf, wenn wir über diese Zensurfälle sprechen. Genau, also Sie beschreiben da ja sehr schön auch eben diese spanische Fassung. Ach, und Italien, ja. um das genau. noch zu erwähnen, da kommt ja auch eine Stelle vor, wo er mit Äthiopien, das ist in der italienischen Fassung selbstverständlich eliminiert. Also auch da wieder sozusagen diese nationalhistorischen Befindlichkeiten, die getilgt wurden in einer bestimmten Epoche, also jetzt hier im Spanischen der Rückbezug auf den Bürgerkrieg und der Kampf der Republikaner gegen Franco.
Ja, und wir haben da auch eine schöne Gegenüberstellung, um Ihnen schon mal einen Vorgeschmack zu bieten, sozusagen. Sie sind sicherlich in der Mehrheit mit der deutschen Synchronfassung aus dem Jahr 1975 vertraut, die von Wolfgang Schick verantwortet wurde. Wir haben die im Seminar auch heute Nachmittag gesehen. Ich muss dazu sagen, wir haben schon einen ganzen Casablanca-Tag hinter uns. Also das ist hier sozusagen hier unser Höhe- und Endpunkt im Deutschen Filmmuseum. Und ich bin sehr froh und danke auch nochmal an Urs Spörer an der Gelegenheit, dass wir hier zu Gast sein dürfen und die 35-mm-Kopie hier werkgetreu dargeboten bekommen, wie der Film also intendiert war auf einer großen Leinwand und in Zelluloid-Projektion. Und wir haben den Film schon einmal in der amerikanischen Originalfassung gesehen, heute Morgen auf dem Campus und in der gewohnten deutschen Synchronfassung von 1975. Und das ist die Fassung, die Sie also in der Regel kennen aus dem Fernsehen, aus dem Heimkino oder wenn sie ab und an auch im Kino läuft, in der synchronisierten Fassung. Und in den allgemeinen Sprachgebrauch sind natürlich diese Formulierungen eingegangen, wie ich sehe dir in die Augen, Kleines. Das hat ein Eigenleben entwickelt. Da gibt es ja eine ganze Fülle an Publikationen allein zu diesem Ausspruch, kann man sagen. Den man natürlich selber mal auf den Prüfstand stellen müsste. Man kann auch an diesem Spruch einiges herumkritikastern, denn er verleiht ja diesen zynischen und verbitterten Rick eine merkwürdige romantische Note. Das ist im Original im Grunde genommen nicht enthalten. Also es gibt da ja einen eigenen Aufsatz dazu von Martin Wiegers, Shampoos im Sinn. Der ist in der Zeit entstanden, am 3. April 1992 in der Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit, wenn Sie das nachlesen möchten. Und den haben wir zum Beispiel im Seminar auch besprochen. Und da ist es so, dass dieser Ausspruch allein, Here's looking at you, kid, wie es in der amerikanischen Vorlage von 42 heißt, eben hinterfragt wird bei dieser Synchronisation von 1975. Also ich sehe dir in die Augen, Kleines. Und bezeichnend ist da, und das ist Dreh- und Angelpunkt der Argumentation in dem Text, dass das erste Mal oder die ersten beiden Male vielmehr, wenn Bogart diesen Spruch sagt, getrunken wird, dass es das eigentlich ein Trinkspruch ist. Und dass dann die beiden letzten Male sozusagen da eine andere Interpretation stattfindet. Dahingehend ist das auch mal hinterfragt worden. Gut, aber die deutschen Synchronisateure standen natürlich vor der Aufgabe, einen besonderen Spruch zu finden, weil der ja mehrmals wiederholt wird an bestimmten Stellen. Und vielleicht hatten sie auch schon im Sinn, einen Spruch zu finden, der dann in die allgemeine Alltagssprache überging. Denn auch in den USA war es ja so, wenn hinterher Here's looking at you, kid, gesagt wurde, dann war das klar, dass das eine Anspielung auf Casablanca war. Das ist hier in der deutschen Fassung dann auf jeden Fall gelungen. Ja, also der hat ja ein Eigenleben entwickelt, das ist ja unglaublich. Also es gibt Kochbücher, ich schaue dir in den Kochtopf, Kleines. Es ist schon unglaublich, dass ein Filmzitat so etwas schafft. Ja, das Interessante ist aber, dass das von den meisten eben mit dem Film Casablanca verbunden wird, allgemein und nicht mit der deutschen Fassung. Die meisten denken, das ist eben in dem Film enthalten. Es gibt diesen Spruch aber erst seit 1975 und erfunden hat ihn dieser Nobody, dieser Herr Schick. Das ist das Verblüffende. Und sozusagen Ihr Verdienst ist es, dass Sie das nochmal gewürdigt haben im Buch, weil er uns wahrscheinlich sonst verborgen geblieben wäre als der Autor oder vielen zumindest. Ja, also Kann man so stehen lassen. Man kann so stehen lassen, ja. Aber das gilt für die Synchronsprecher noch mehr eigentlich. Ja. Das Schöne ist ja auch sozusagen, dass wir jetzt bei der Fassung, die wir heute Abend sehen, von 1952, da nochmal näher an dem Trinkspruch sind. Da heißt es nämlich dann in der ersten Szene, wenn Bogart und Bergmann anstoßen auf dein Wohl. Und es ist immer anders umgesetzt. Also es ist eben nicht das Vertraute, was wir kennen von 1975. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Ich möchte noch mal kurz einen Ausschnitt zitieren aus dieser Beschreibung, dieser Gegenüberstellung, die Sie bringen, von der 1952er Fassung, die wir gleich sehen, und der 1975er Synchronfassung. Sie schreiben, der Vergleich einer kurzen Dialogpassage aus den beiden Casablanca-Fassungen lässt das Ausmaß des Terroranschlags ahnen, der 1952 auf diesen Film verübt wurde. 1952, wir waren kaum verheiratet, als Victor die Delta-Strahlen entdeckte und du weißt, was dann passierte. Ich war schon nach Paris vorausgefahren. Ich ahnte, dass sie ihn verhaften würden, aber eins habe ich nicht erwartet, er bekam 20 Jahre wegen Sabotage. Die gleiche Passage in der Synchronfassung von 1975 von besagtem Wolfgang Schick verantwortet. Kurz nachdem wir geheiratet hatten, ging Viktor zurück in die Tschechoslowakei. Sie brauchten ihn in Prag, aber dort wartete die Gestapo auf ihn. Nur zwei Zeilen in der Zeitung. Viktor Laszlo verhaftet, in ein Konzentrationslager gebracht.
Sie sehen also, dass dieser ganze nationalsozialistische Komplex getilgt wurde und aus Viktor Laszlo wurde Viktor Larsen, eine Figur, die auf einmal ganz anders gelagert ist und vor allem ganz anderen Hintergrund hat. Es wurde nicht nur geschnitten, sondern es wurden neue Figuren erfunden. Sehr kreativ. Und das mit vorhandenem Material, mit weniger Material im Prinzip. Ja, ja, also man kann zu der Fassung viel sagen, aber es ist, das Verblüffende ist ja auch, dass obwohl aus dem Film die zentralen Stützbalken entfernt wurden, trotzdem noch ein brauchbares, durchschnittliches Hollywood-Melodram herauskam. Also das spricht für die Sorgfalt, mit der diese Schnittfassung gemacht wurde. Man achtete auf alles. Nur den Vorspann, da haben sie vergessen, Konrad Veit zu entfernen. Also den kannten die Zuschauer von 1952 selbstverständlich. Sahen im Vorspann, dass Konrad Veit angekündigt ist und der kam dann aber nicht. Also eigentlich mussten sie darauf aufmerksam werden, dass irgendwas fehlt. Aber gut, wie gesagt, es kam ein passabler Film dabei heraus, aber man kann wohl eher so argumentieren, der Film war so stark, dass es sich nicht ruinieren ließ. Also der Verleih hat ja damals so schön argumentiert, man wolle diesen Film dem deutschen Publikum nicht vorenthalten, weil es ein wichtiger Bergmann-Film ist. Also Bogart war damals noch gar nicht so bekannt im deutschen Publikum. Und man muss auch sagen, dass Michael Curtis damals dem deutschen Publikum gar nicht so bekannt war. Und dass beide, also sowohl Bogart als auch Curtis, eigentlich nach dieser Aufführung von Casablanca in Deutschland erst populärer wurden im Vergleich zu Bergmann eben. Und Warner Bros. Hat da sehr schön drauf reagiert. Das können wir vielleicht auch mal kurz Ihnen darbieten, wie Sie darauf geantwortet haben, dass man sozusagen diesen Film dem deutschen Publikum nicht vorenthalten wollte, aber gleichzeitig auch nicht mehr zeitgemäß fand. Also man hat tatsächlich gesagt, der Film ist in dieser Fassung dem deutschen Publikum nicht zuzumuten und deshalb sind diese Änderungen erfolgt. Das heißt, es war keine staatliche Zensur, wie man vielleicht vermuten könnte aufgrund der deutschen Filmgeschichte vor 1945, sondern im Gegenteil war das quasi eine Form der Selbstzensur, wenn man so möchte. Man kann also diesen Zensurbegriff mal hinterfragen, was für eine Form der Zerstückelung des Films liegt hier eigentlich vor. Denn es ging vom Verleih aus, man wollte diesen Film auf den deutschen Markt bringen. Auf einmal hatte man ja auch wieder einen deutschen Markt, auf dem man Filme exportieren konnte. Und die amerikanischen Verleiher wollten natürlich auf den deutschen Markt exportieren. Aber man konnte den Film, so aus Verleihsicht damals, dem deutschen Publikum nicht zumuten. Und so hat man den Verleih schon vor der Einreichung bei der FSK um diese 21 Minuten gekürzt und eben zum Beispiel Konrad Veit komplett entfernt und auch diesen ganzen nationalsozialistischen Hintergrund umgedichtet, wenn man es so formulieren möchte, in der Synchronisation. Ja, der Fall ist noch komplexer, denn es gab ja in Washington eine Auswahlkommission, die Filme ausgewählt hat, die zur Re-Education in Deutschland gezeigt werden sollten. Und da gehörte aller Wahrscheinlichkeit nach auch Casablanca dazu. Das heißt, der Film, also selbstverständlich die originale Version. Das heißt also, der Film ist von Warner Brothers im Auftrag dieser Kommission, mehr oder weniger im Auftrag, nach Deutschland geschickt worden, um die Deutschen mit ihrer Vergangenheit zu konfrontieren. Auch das war ja Teil der Re-Education-Politik. Und in der Verleih, in dem Fall ja die eigenen Leute, Warner Brothers Deutschland, hat aber erkannt, dass dieser Film so nicht vorgeführt werden kann. Und haben dann diese Veränderungen vorgenommen, mit anderen Worten. Er wurde von den eigenen Leuten, die Washingtoner Auswahlkommission wurde gewissermaßen ebenfalls von den eigenen Leuten desavouiert. Das ist im Grunde genommen das Paradoxe an der ganzen Angelegenheit. Und Zensur spielt natürlich doch eine gewisse Rolle, denn es gab ja noch diese ominöse Institution in Deutschland, an der jeder Film vorbeigeschleust werden musste. Das war die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, FSK, die es ja immer noch gibt, die aber heute nur noch für Alterseinstufungen zuständig ist, aber die in den 50er Jahren die Zensurinstanz schlechthin war. Es gab keine staatliche Zensurinstanz, die war ja vom Grundgesetz verboten. Stattdessen richtete die Filmwirtschaft diese Stelle selbst ein. Und jeder Film, der vorgeführt werden sollte, musste ein Plazett dieser FSK haben. Selbstverständlich auch jeder deutsche Film. Nachdem Casablanca aber nicht in der Originalfassung vorgeführt wurde, sondern die Veränderungen bereits vorweggenommen wurden, ist es ein Fall von Schere im Kopf.
Denn die hätten diesen Film originalgetreu synchronisiert mit Sicherheit, mit sehr, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, nicht durch die FSK gebracht. Also insofern ist es doch, muss es doch unter der Überschrift Zensur ablaufen. Das ist auch insofern interessant, weil natürlich jetzt im Vergleich zu der Fassung, die Sie wahrscheinlich kennen von 1975, andere Sprecher oder andere Synchronschauspieler besetzt wurden und damit natürlich einhergehend auch nochmal eine andere Interpretation vorgelegt wird. Also die Stimmenbesetzung ist eine andere, die Rollen klingen anders und wir haben jetzt den Film eben heute schon zweimal gesehen und die Seminarteilnehmer haben sozusagen diese Originalstimme noch im Ohr und die anderen haben sicherlich aus ihrer Rezeptionserfahrung auch noch entweder Bogart oder eben die Fassung von 75 im Ohr. Und wir erleben jetzt heute Abend eine Fassung, die eben ja als Kuriosum sozusagen in die Filmsynchrongeschichte eingegangen ist, aber die nicht mehr so präsent ist und erleben eine ganz andere deutsche Besetzung. Vielleicht sollten wir darüber noch ein bisschen sprechen, was das mit dem Film gemacht hat. Oder mit ja, das mit den Stimmen, das heben wir uns mal für hinterher auf. Also okay. Achten Sie bitte, wenn Sie den Film sehen, auf die Stimmen von Humphrey Bogart und von Ingrid Bergman. Also darf man jetzt aber schon verraten, das ist Paul Klinger und das sind Marianne Kehlau. Ja, und vergleichen Sie das mit den Stimmen, die Sie aus der anderen Fassung im Ohr haben. Und dann werden wir hinterher darüber sprechen, ob das möglicherweise Einflüsse auf den Charakter oder auf die Interpretation der dargestellten Figur hat. Das ist nämlich eine grundsätzliche Frage von allen Synchronisationen, dass durch die veränderten Stimmen auch der betreffende Charakter der dargestellten Rolle massiv verändert wird. Das erfahren Sie ja meistens inzwischen durch DVD und so ist das ja alles kein Problem mehr, wenn man hin und her schaltet. Dass die Originalstimmen der Schauspieler und die Synchronstimmen oft meilenweit auseinander liegen. Das ist aber noch kein Fehler der Besetzung, sondern diese Stimmen werden nicht nach der Ähnlichkeit mit der Originalstimme besetzt, sondern ob sie zu dem dargestellten Charakter, zu der Rolle passen. Also wenn Sie mal die Originalstimme von John Wayne hören und die mit seiner Synchronstimme Arnold Marquis, da liegen Welten dazwischen, der hat ja eher eine hohe, na, ich würde fast sagen eine Fistelstimme, also jedenfalls passt die zu diesem Raubein-Charakter überhaupt nicht. Man könnte aber sagen, das ist gerade der Reiz, es gibt eine Differenz zwischen dargestellten Charakter und seiner Stimme, das hat sowas Ambivalentes. Das wird in der Synchronstimme dann nivelliert sozusagen, die wird passend gemacht zu diesem Raubein-Image. Und Arnold Marquis war ja hierzulande so populär und wurde so eng mit John Wayne verbunden, dass nach seinem Tod in den 70ern sogar eine Schallplatte, eine Single aufgenommen wurde von Arnold Marquis. Ich war die Stimme von John Wayne, die haben wir uns im Seminar auch angehört. Also es ist eine ganz enge Verbindung entstanden. Auch das deutsche Publikum hat John Wayne zur überwiegenden Mehrzahl nur durch Arnold Marquis gehört. Ja, das war aber schon eine Sonderform. Er hatte auch, er war persönlich mit John Wayne befreundet und er hatte einen Exklusivvertrag mit ihm abgeschlossen, dass nur er es. Und nicht nur mit ihm, auch mit anderen Hollywood-Größen. Ja, mit sprach er daneben auch noch für Robert Mitchum und was weiß ich alles. Also das ist schon ein Sonderfall. Aber es ist richtig, dass die Synchronstimmen das Image der vieler Stars überhaupt erst zementierte oder überhaupt für die Popularität dieser Stars in Deutschland überhaupt erst verantwortlich war. Denken Sie mal an, ob Sie sich Woody Allen eigentlich ohne seine deutsche Stimme vorstellen können. Also da fehlt einfach irgendwas. Das ist so präsent und so festgesetzt, dass das nicht mehr voneinander zu trennen ist. Das haben wir eben schon mal angedeutet, die Figuren, die sind andere, um das mit den Besetzungen abzuschließen. Also Sie haben jetzt gleich die Möglichkeit, bei dieser Fassung von 1952 auch tatsächlich mal einen Schauspieler mit seiner eigenen Stimme zu hören, der sich selbst synchronisiert hat, nämlich den Kellner Karl in Ricks Café Amerika. Das ist in der 1975er Fassung auch nicht der Fall. Also dort sind alle Stimmen mit anderen Schauspielern nachgesprochen worden, nachgespielt worden und das ist auch die Regel. Also es ist selten der Fall und nur bei ganz großen Stars eigentlich, dass für die deutschen Fassungen die Stars selbst, sofern sie denn eben deutschsprachig sind oder des Deutschen mächtig sind, dann sich selbst nachsynchronisieren. Das ist eigentlich auch nicht die Regel.
Ja, ich wollte Ihnen noch ein bisschen was erzählen zu den Figuren. Nämlich, wir haben schon erfahren, Major Strassow tritt nicht auf. Konrad Veit kommt nur noch im Vorspann vor. Aus Viktor Laszlo wird Viktor Larsen, der geheimnisvolle Delta-Strahlen erfunden hat und Sabotage begangen haben soll. Und das ist eine dieser Ungereimtheiten dieser Fassung, die diese Fassung offen lässt. Also es sind ja einige Sachen, die überhaupt nicht mehr zusammenpassen. Also Sie haben schön gesagt, es wird immer noch ein funktionierender Hollywood-Film draus, aber es sind ja auch viele Versatzstücke durch diese Zerstückelung und durch die Umsynchronisation, die nicht mehr so aufgehen wollen. Also das ist eine davon mit der Sabotage, das wird eigentlich nie aufgedeckt, was eigentlich dahinter steckt. Naja, das war dann nur noch der Aufhänger, der Hintergrund, vor dem das Melodram abgelaufen ist. Also so eine Art MacGuffin, würde Hitchcock sagen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Zuschauer von 1952 darauf aufmerksam wurden. Das interessierte die wahrscheinlich gar nicht. Interessant ist natürlich auch, wie der Film dann aufgenommen wurde. Also diese zerstückelte Fassung von 1952, die wir jetzt gleich sehen werden. Die Kritiken, die waren eher negativ in der Mehrzahl bis verhalten. Also es gab wenig überschwängliche positive Filmpresse auf die Erstaufführung von Casablanca in Deutschland. Ich kann mal kurz zitieren aus einer Kritik aus der Neuen Zeitung in Frankfurt 1952 am 17. November erschienen. Ein filmisches Kauderwelsch, zum Reißer zu wenig, zur Reportage zu unwahr und respektlos vor der Wirklichkeit und den Schicksalen des Krieges. Ich meine, wir dürfen uns immer noch mal vor Augen führen, wir sind 1952. Dutzend Ware der Warner Bros., trotz der in Haupt- und Nebenrollen mitwirkenden Stars. Das geht zu einem Auge herein und zum anderen hinaus. Casablanca, Sprungbrett der von den Kriegswirren aus Europa nach Amerika fliehenden, ein erschütterndes Thema. Es wird links von der Leinwand liegen gelassen. Der Scheinwerfer projiziert dafür eine Kriminalgeschichte um Beschaffung von geraubten und falschen Pässen, im Mittelpunkt Ingrid Bergman in Gefühlsverwirrung zwischen ihrem angetrauten geheimnisvollen Strahlenforscher, da haben wir ihn wieder, und einem smarten Bar- und Spielhöllenbesitzer. Sie wissen, wer gemeint ist. Aber weder Ingrid Bergmans lächelnde Traurigkeit aus der Kosmetikflasche noch die Überraschungsgags à la Gangsterfilm verhelfen der verkorksten Geschichte zum Milieu. Dabei treten in Nebenrollen Darsteller wie Peter Lorre auf, die leider nur kurz die Szene beherrschen, um aus den Handlungsfetzen eine Filmhandlung werden zu lassen. Das ist eine der Kritiken an dem Film, der also nicht mehr verständlich wurde in dieser zerstückelten Fassung, in dieser umsynchronisierten Fassung. Und interessant ist, dass die auch noch relativ lang im Einsatz war. Also dass Casablanca ja erst relativ spät dann in dieser Neusynchronisation auf das deutsche Publikum kam. Ja, die kam sogar unmittelbar, bevor die neue Synchronisation erfolgte, nochmal in die Kinos. Also mit einem Neueinsatz. Also in den 70ern hatte sich die Nobis-Film die Rechte gesichert, um den Film von Warner Bros. Die Rechte gesichert, um den Film nochmal ins Kino zu bringen, in der Fassung von 1952. Das heißt, bis in die 70er Jahre hinein war dem deutschen Kinopublikum Casablanca nur in dieser Fassung, wie wir sie heute Abend sehen, Man wusste aber bekannt. damals schon, dass das nun eine gefälschte Fassung ist, denn Aber nicht aus dem Kino. nein, das Fernsehen hatte vorher bereits die Originalfassung mit Untertiteln gezeigt. Also das war jetzt eigentlich eine besondere Schuspe, dies nochmal, nun nochmal die alte Fassung, fast demonstrativ, möchte man ja fast sagen, die nochmal zu zeigen. Genau, weil diese untertitelte Fernsehfassung, die ist schon 1968 vom Westdeutschen Rundfunk in Auftrag gegeben worden. Und die ARD hat dann 1975 diese Neusynchronisation in Auftrag gegeben. Also es ist ursprünglich vom Fernsehen ausgegangen, der Impuls dann Casablanca quasi nochmal vollständig unzerstückelt und in einer Neusynchronisation dem deutschen Publikum zugänglich zu machen. Zu den Unstimmigkeiten gehört ja auch, das ist eigentlich auch ein interessanter Aspekt, dass nicht alles getilgt werden konnte. Denn auf der visuellen Ebene sind die Emigranten nämlich vorhanden. Und nicht zuletzt die deutschen Emigranten, nämlich in Gestalt der deutschen Exilschauspieler. Und man kann davon ausgehen, dass das deutsche Publikum von 1952 die sehr wohl kannte. Peter Lorre natürlich sowieso. Die kannten auch Paul Henreid wahrscheinlich noch, Silke Sakall und wer alles dabei war. Die waren dort alles präsent. Und die wussten jetzt ja spätestens um ihre Emigrantenbiografie, um ihre Exilschicksale. Also auf so einer indirekten Ebene konnte sich die Vernichtungs- und Vertreibungspolitik der Nazis aus diesem Film nicht herauszensieren lassen. Das ist, finde ich, auch ein starkes Moment von diesem Film.
Das kann man auch runterbrechen bis auf die Detailebene. Also wenn man da sich die Geschichten der einzelnen Immigranten im Film, in der filmischen Diegese anschaut auch nochmal, also die alle fliehen wollen, über Casablanca ausreisen möchten in die USA. Da gibt es zum Beispiel diese Figur der Anina, die aus Bulgarien kommt und die dann in der Originalfassung sagt, we come from Bulgaria, oh, things are very bad there, monsieur, a devil has the people by the throat. So Jan and I, we do not want our children to grow up in such a country. Und in dieser Fassung von 1952, in der Erstsynchronfassung, sagt sie dann, wir kommen aus Bulgarien und wir haben sehr viel durchgemacht. Wir haben es nicht länger ertragen können und wir wollen nicht, dass unsere Kinder in einem solchen Land aufwachsen. Das heißt, der Devil ist hier verschwunden und es ist natürlich klar, welcher Devil hier gemeint ist. Also viele Bezüge, die man auch hier noch implizit im Dialog vorhanden hatte, Anspielungen auf die Zeitpolitik und insbesondere eben das Deutsche Reich, die sind auch in dieser Erstsynchronfassung dann getilgt worden. Na, bei dieser Szene kommt noch hinzu, dass nicht nur politische Aspekte getilgt wurden oder abgemildert wurden, sondern auch erotische. Denn die Szene ist ja die, wo mehr oder weniger deutlich wird, dass sie mit Captain Renault ins Bett will, um die Ausreisevisa zu erhalten. Das ist in dieser Fassung, die wir jetzt sehen werden, ebenfalls, ich weiß es nicht mehr genau wie, aber erheblich abgemildert worden, jedenfalls nicht so deutlich, wie das in der Originalfassung ist. Also achten Sie bitte nachher auch auf diese Szene. Genau, und eine andere Szene, die wir vielleicht auch noch vorab ansprechen sollten, ohne zu viel vorwegzunehmen, weil wir möchten natürlich im Anschluss gerne auch noch mit Ihnen über Ihre Seeeindrücke diskutieren, ist natürlich auch die Szene, in der in Paris dann eine Rückblende erfolgt, also innerhalb der filmischen Diegese. Rick ist einsam in seinem Café, auf einmal ist Ilsa wieder aufgetaucht und er erinnert sich zurück an die gemeinsame Zeit in Paris und diese Sequenz ist einmal geschnitten, das ist ja Found Footage, das verwendet wurde, Material, das aus alten Wochenschauen zusammengeschnitten wurde, der Einmarsch der deutschen Truppen in Paris, das sieht man auch im Material eigentlich sehr schön, sehr schnell, was sozusagen das vorhandene Material war und was neu gedreht des Materials. Und dann ist das einmal geschnitten und auf der anderen Seite gibt es da eine Lautsprecherdurchsage dann in dieser Sequenz in der Paris-Rückblende, in der von dem Einmarsch der deutschen Truppen berichtet wird. Und da gibt es auch einen frappierenden Unterschied, denn in der deutschen Fassung wird Französisch gesprochen und das ist eine Art Verfremdungseffekt. Darauf hat Annika Wisniewski in einer detaillierten Analyse dieser Zensurfassung hingewiesen, wenn man davon ausgeht, dass die wenigsten der damaligen deutschen Zuschauer die Sprache verstanden. Und in der französischen Durchsage wird die Bevölkerung dann dazu aufgefordert, die Anweisungen der Besatzer zu befolgen, was dann den Eindruck erweckt, die Franzosen würden sich der deutschen Machtübernahme bereitwillig unterwerfen. Und im Original ist diese Durchsage natürlich nicht auf Französisch, sondern auf Deutsch. Das hat noch den zusätzlichen Verfremdungseffekt, dass Rick mit Ilsa am Fenster steht und sie diese Durchsage hören und Ilsa in der Originalfassung eben Rick sozusagen übersetzt aus dem Deutschen und Rick zuvor sagt, ach, mein Deutsch ist ein bisschen eingerostet und in der Zensurfassung, in der Synchronfassung, die wir gleich sehen, ist es eben Französisch und sie übersetzt aus dem Französischen, also ist ganz anders gelagert. So ist es ja. So ist es. Wir könnten noch auf ein paar Details eingehen zu der Auslegung einiger Szenen und Figuren, aber vielleicht sollten wir noch ein bisschen auf die... Naja, wir können noch über die Umstände sprechen, die überhaupt dazu führten, warum Filme damals in dieser Form zensiert wurden. Also was ist sozusagen der Boden, auf dem diese Fassung überhaupt gediehen ist? Ich denke, das ist vielleicht noch ein bisschen interessanter. Wir wollen Ihnen ja auch nicht zu viel vorweg verraten vor dem Film und deshalb Ihnen noch das Filmerlebnis lassen. Also wie kam es überhaupt dazu, dass solche Fassungen entstehen konnten? Ja, das ist erstens die wichtigste und zweitens auch die am schwierigsten zu beantwortende Frage, denn Casablanca war nur die Spitze des Eisbergs. Man kann davon ausgehen, dass in jedem Film, in dem deutsche Soldaten in schlechtes Licht gerückt wurden oder in dem überhaupt Nationalsozialismus thematisiert wurde, in dem der berühmte hässliche oder böse Deutsche vorkam,
in entsprechender Form eingegriffen wurde. Entweder wurde im Synchrondialog bagatellisiert oder es wurde geschnitten, je nachdem oder beides. Dass hier ganze Handlungsteile entfernt werden, ist tatsächlich die Ausnahme. Aber je subtiler diese Änderungen vorgenommen würden, meiner Meinung nach umso gravierender. Das ging nicht nur um politische und historische Aspekte, auch selbstverständlich auch um erotische oder unchristliche. Auch das, da wurde massiv eingegriffen. Die Frage ist also, warum glaubte man, diese Eingriffe vornehmen zu müssen? Wir können uns ja mal in der Fantasie vorstellen, was wäre denn 1952 gewesen, wenn man diesen Film originalgetreu synchronisiert hätte laufen lassen. Hätte es dann Aufstände gegeben oder hätten die, wenn die Marseillaise angestimmt wird, demonstrativ die Wacht am Rhein intoniert im Kinosaal? Mit Sicherheit nicht, das hätten sie sich nicht getraut. Also das ist, solche öffentlichen Bekundungen waren absolut inopportun. Aber es hätte offensichtlich eine schlechte Stimmung hinterlassen. Man wollte die Filme ja zur Unterhaltung zeigen. Das sollten Feel-Good-Movies sein. Und beabsichtigte Re-Education lief ja nicht über politische Filme, sondern eben über Unterhaltung. Der American Way of Life sollte mit Unterhaltungsfilmen vermittelt werden oder andere Gesellschaftsbilder, westliche Normen, wie auch immer. Nun, man muss überhaupt grundsätzlich mal davon ausgehen, dass Film damals irgendwie einen anderen Stellenwert hat oder anders betrachtet wurde als heute. Erstens haftete dem Film von vornherein das Odium des Unseriösen an. Zweitens war es das Medium der Masse, im Unterschied etwa zum Buch oder zu Theater oder selbst Rundfunk. Na gut, Rundfunk war natürlich ein Massenmedium, aber dem Film wurde zumindest von Seiten der Politik und besonders von Seiten der Kirchen ein ungeheures Wirkungspotenzial unterstellt. Man ging davon aus, der Film sei so suggestiv, dass der Zuschauer, wenn auf der Leinwand andere Normen, Rollenbilder, Gesellschaftsbilder vermittelt werden, dass die eins zu eins in den Zuschauer einfließen und er ihnen hilflos ausgesetzt ist. Also wenn zum Beispiel auf der Leinwand eine Ehebrecherin oder ein Homosexueller im positiven Licht erscheint, dann nimmt der Zuschauer das auf, internalisiert es sozusagen und wankt dann entsittlicht und verroht nach Hause und hat ab jetzt eine positive Meinung über Ehebrecher und Homosexuelle. Also das musste verhindert werden. Und zwar, man darf nicht unterschätzen, welchen Einfluss die Kirchen damals hatten und welchen hohen Stellenwert die Kirchen dem Film zuschrieben. Das zeigt sich schon daran, dass sowohl die evangelische als auch die christliche Kirche je eigene Zeitschriften gründeten, in dem jeder mit der Betonung auf jeder Film bewertet, zensiert und nach christlichen, das heißt nicht nach christlichen, sondern je nach evangelischen und katholischen Kriterien beurteilt wurde und eine Empfehlung abgegeben wurde, ob man da Jugendliche reinschicken kann, ob das nur für reife Erwachsene ist oder wie auch immer. Und wenn man diese frühen Kritiken liest, also da hat man wirklich ein Gesellschaftsbild dieser Epoche vor Augen. Dort wurde nämlich nicht nur mit Oppositionen wie christlich versus unchristlich oder sittlich, unsittlich versus moralisch operiert, sondern auch mit gesund versus krank. Wenn ich da kurz einhaken darf, nur gerade zu dem Unchristlichen, da findet sich heute Abend so auf der Mikrostrukturebene, wenn wir jetzt ganz in die Details hineinhorchen, dieser Synchronfassung auch ein sehr schönes Beispiel, das Wisniewski auch bespricht, nämlich heißt es im Original einmal an der Stelle, wenn Kapitän Renault sich fragt, warum ist Bogarts Figur, warum ist der Rick eigentlich in Casablanca gelandet? Und dann fragt er oder sagt vielmehr, I have often speculated on why you don't return to America, also warum ist er nicht in die USA zurückgegangen, did you abscond with the church funds? Und auf Deutsch heißt das dann, sind sie mit der Portokasse durchgebrannt? Also die Kirche ist hier komplett verschwunden und das ist zum Beispiel sehr bezeichnend für diese Zensur der damaligen Zeit und das religiöse Empfinden der Zuschauer, das man nicht verletzen wollte. Ja. Also ich wollte nur darauf hinaus, dass diese Zensureingriffe nur erklärbar sind, weil man dem Film so eine ungeheure Wirkung zugemessen hat. Man könnte ja sagen, ja okay, es ist natürlich nicht schön, dass hier Deutsche in Uniform gezeigt werden und hier die Bösen sind, aber was soll's, es ist ja nur ein Film.
Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Von so einem Unterhaltungsfilm stellte man sich die unglaublichste Wirkung vor. Wie gesagt, von Seiten der Politik und von Seiten der Kirchen, von Seiten der deutschen Filmemacher, ja, mit Sicherheit nicht. Die waren wahrscheinlich nicht so naiv, dass sie ihren eigenen Produkten eine solche Wirkung zugetraut hätten. Aber das erklärt auch diese Zensurinstanz freiwillige Selbstkontrolle. Dort waren natürlich die Kirchen massiv vertreten und auch die Politik. Selbstkontrolle, freiwillig und Selbstkontrolle, diese beiden nur noch ironisch zu bezeichnenden Begriffe, sollte ja darstellen, dass es keine staatliche Zensur war und dass sich die Filmwirtschaft sich freiwillig diesem unterordnet. In Wirklichkeit war es aber ein Zwang, denn ein Film, der von der FSK nicht freigegeben wurde, der konnte in keinem Kino gezeigt werden. Der Kinobesitzer, der das gewagt hätte, der wäre von den Verleihern boykottiert worden und hätte den Laden zumachen können. Es ist auch außerhalb, im Übrigen ist schon in der Entstehungsphase der FSK, die ist 1948 gegründet worden, waren die Kultusminister der Länder beteiligt, weil es ja immer darum ging, eine staatliche Zensur zu umgehen und etwas anderes aufzubauen. Es gab trotzdem auch informell Stränge zwischen Politik und dieser FSK. Beispielsweise, ich habe das vorhin mal kurz erwähnt, der Film Die 4 Tage von Neapel, das war schon 10 Jahre später als 1952, 1962. Das ist ein italienischer Film, der den Aufstand der Neapolitaner gegen die deutschen Besatzer schildert. Dieser Film ist noch bevor der FSK vorgelegt wurde, im Auswärtigen Amt einer Gruppe von Ministerialbeamten und Bundeswehroffizieren gezeigt worden. Und die Bundeswehroffiziere lehnten diesen Film ab, weil er die Moral der Truppe gefährden würde. Und dieser Spruch der Ministerialbeamten und der Bundesoffiziere war für die FSK bindend. Der Film wurde vom Arbeitsausschuss verboten. Nun ist es aber, die FSK ist nicht einfach so ein Herrenclub, ich weiß gar nicht, ob Damen dabei waren, die also bei Kaffee und Zigarren über Filme geplaudert hätten, dann ging der Daumen hoch oder runter. So war das nicht. Das war eine komplexe Organisation mit mehreren Ausschüssen. Und am Schluss stand ein Rechtsausschuss, der tatsächlich nur mit Juristen besetzt war. Also der eine Ausschuss konnte gegen das Urteil des anderen die Beschwerde einlegen und dann ging das durch die Instanz. Die haben sich das nicht leicht gemacht, das kann man nicht sagen. Also in dem Fall ging das noch gut aus. Der Arbeitsausschuss und Hauptausschuss der FSK verboten daraufhin die Vorführung des Films und versuchten, das Filmverbot vor der Öffentlichkeit zu verschweigen und die Vorprüfung des Films durch staatliche Stellen geheim zu halten, denn das war ja jenseits aller FSK-Statuten. Das war überhaupt nicht vorgesehen, dass ein Film vorher in einem Ministerium gezeigt wird. Die höchste Instanz der FSK, der Rechtsausschuss, gab den Film jedoch nach langen Verhandlungen frei. Nun muss man sagen, dass 1962 schon eine etwas andere Ära angebrochen war. Dieser ganze Adenauer-Muff der 50er Jahre war als langsam doch im Schwinden begriffen. Man hatte etwas freizügigere Vorstellungen insbesondere von diesen moralischen Seiten. Das sieht man zum Beispiel daran, dem großen Skandalfilm, der kam, nämlich Das Schweigen von Ingmar Bergman, das war, glaube ich, 1963. Der passierte die FSK einfach so und verursachte dann auch einen Skandal. Aber den nahm man eben jetzt in Kauf. Und das war der Unterschied zu vorher. Inzwischen hatte sich auch schon rumgesprochen, dass auch ein Film ein Kunstwerk sein kann, dass Filmregisseure auch unter einen gewissen Künstlerstatus haben. Und irgendwie hatte man eben doch das Gefühl, man vergreift sich da doch besser nicht daran. Zu diesem Komplex mit den bösen Deutschen und Deutschen in Uniform, das lässt natürlich schon auf tiefere Schichten Einblick nehmen. Erstens mal manifestiert sich darin ja die komplette Verdrängung der deutschen Vergangenheit. Man wusste zwar, dass Gestapo, in Casablanca war es ja nun mal die Gestapo oder Waffen-SS, dass das Verbrecher waren. Aber man erwartete von den Siegern, dass die diese Sachen, diese Vorkommnisse so behandeln, wie wenn das normale Vorkommnisse in einem Krieg gewesen wären. Also die ganze historische Dimension, was zwischen 1900 39 und 45 passiert ist, da gehört selbstverständlich der Holocaust dazu, ist von den Deutschen nicht wahrgenommen worden. Und das scheint mir sozusagen die Basis zu sein, auf der, oder sagen wir mal, ich will nicht sagen Mentalität, aber die Denkmuster,
die Denkstrukturen, die da vorhanden waren, als Basis, auf der dann solche Eingriffe überhaupt möglich waren. Denn rückblickend ist das sonst nicht erklärbar, wieso die von so einer relativ harmlosen Handlung dermaßen schockiert hätten sein müssen, oder es ist angenommen, dass sie schockiert gewesen wären. Es ist ja nicht genau feststellbar. Also deshalb halte ich diese Synchronfassungen zu untersuchen auch für Material, für Quellen über solche mentalitätsgeschichtlichen Fragestellungen. Also das scheint mir über Filmgeschichte oder so weit hinaus zu gehen. Und es ist ja auch interessant, und es spielt ja auch damit rein, dass das deutsche Publikum dann sehr schnell nach dem Krieg eigentlich wieder Synchronfassungen hören wollte. Also man hätte den Film ja auch schon früher, schon lange vor dieser 1968 entstandenen, vom Fernsehen ausgehenden untertitelten Fassung eigentlich als OMU-Fassung mal ins Kino bringen können. Aber das traf wohl nicht auf Publikum. Ja, das hat aber noch andere Gründe, denn vor allem unter dem schon genannten Re-Education-Aspekt hätte der Film ja schon viel früher laufen können. Wieso lief er denn eigentlich erst 1952? Ich meine, die Alliierten zeigten ihre Filme seit 1945. Das hängt aber mit dieser alliierten Filmpolitik, das ist wieder ein Kapitel für sich, das gab die Interessen der amerikanischen Militärregierung und es gab die Interessen von Hollywood und die lagen weit auseinander. Der Re-Education-Aspekt, das war das Ziel der Militärregierung. Hollywood hatte da überhaupt kein Interesse daran, sie wollten ihre Filme verkaufen. Und das ging auf dem europäischen Markt nicht so ohne weiteres. Einen wirtschaftlichen Effekt hatten sie überhaupt erst nach der Währungsreform. Die war ja erst 1948, glaube ich. Also die Militärregierung konnte die Filme, die sie zeigen wollte, gar nicht zeigen, weil Hollywood die nicht rausrückte. Deshalb war das Filmangebot, das die Alliierten zu bieten hatten, in der zweiten Hälfte der 40er Jahre, mehr als bescheiden. Es lief zum Beispiel auch nicht Citizen Kane. Auch Vom Winde verweht lief in einer massiven Verspätung. Steckt aber noch was anderes dahinter. Wenn man die Filme mal analysiert, die nicht gelaufen sind, dann waren das meistens auch Sachen, die sozialkritisch waren, die USA selbst in dem kritischen Licht zeigten. Und die wollte man ja nun ihrerseits wieder nicht als Re-Education-Filme zeigen, weil die ja nun wieder die Propagierung der westlichen Werte konkurriert hatten. Also wo man hinguckt, stößt man auf Widersprüche und ganz komplexe Motivmuster, die dahinter stecken. Genau. Jetzt würden wir noch eine kurze Pause machen, bevor es dann losgeht mit dem Film. Ich möchte Ihnen das nicht vorenthalten, was der Verleih Warner Bros. Damals zu dieser Neufassung fürs deutsche Kino geschrieben hat. Abschließend, also diese Stellungnahme. Der Film Casablanca wurde im Jahr 1942 gedreht und da er in seiner Originalfassung nicht mehr zeitgemäß und nicht zur Vorführung in Deutschland geeignet war, haben wir bei der Synchronisation des Filmes verschiedene Schnitte bzw. Änderungen vorgenommen, bevor der Film der freiwilligen Selbstkontrolle vorgelegt wurde. Da Casablanca zu einem der eindrucksvollsten Bergmann-Filme gehört, wollten wir diesen Film dem deutschen Publikum nicht vorenthalten und haben uns deshalb zu dieser deutschen Neufassung entschlossen. Das war das Schreiben der deutschen Filiale von Warner Bros. Das können Sie nachlesen bei Garncards. Der hat 1992 dazu eine Publikation herausgebracht. Schütte ist der Meinung, und mit diesem Zitat möchte ich dann auch vor dem Film enden, dass das, was wir machen, das zeigen, und er meint das natürlich ohne dieses Gespräch und ohne die Rahmen und ohne die Diskussion, die uns so wichtig ist, die wir nach dem Film mit Ihnen führen möchten, dass dieses Zeigen des Films nämlich den Tatbestand gröblicher, wenn nicht sogar vorsätzlicher Irreführung bei Kino und Verleih, diese Fassung zu spielen, erfülle. Viel Vergnügen, interessante Einblicke in die Filmsynchrongeschichte mit Casablanca in der Fassung von 1952. Genau. Ganz herzlichen Dank schon mal, Thomas Bräutigam, Nils Daniel Theiler, für das tolle Gespräch. Applaus